Hallo und herzlich willkommen zurück zu Founders Fortune. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir bauen weiter an unserer kleinen, aber feinen Kolonie. Wir werden in dieser Folge einen in sein Einzelhaus einziehen lassen, das sehr verschwenderisch gebaut wurde, muss ich so im Nachhinein sagen. Ich bin aber der Meinung, wir lassen es jetzt so. Da lebt da halt einer wirklich im puren Luxus. Und wer das sein wird, das steht für mich auch schon fest. Es wird auf jeden Fall einer aus diesem Haus sein. Ob das jetzt Barbara oder Franziska ist, weiß ich noch nicht. Das hängt auch vom Beruf ab. Barbara ist Holzfällerin, Franziska ist Bergarbeiterin. Das heißt, die haben eigentlich beide gar keinen Arbeitsbereich nötig. Dann ändere ich meine Meinung vielleicht noch. Wie sieht es hier aus? Hier wohnt Helene. Helene ist unsere Bäuerin, die nichts braucht. Und Alexander ist der zweite Bauer, den ich brauche. Also, die leben hier eigentlich schon ganz gut. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Dann muss es nämlich einer von diesen hier sein. Ach, wie ärgerlich. Ich habe überhaupt im Moment noch keinen mit weiterem Beruf. Wir brauchen noch einen, der ebenfalls allgemeines Handwerk hat hier. Dann kann der nämlich hier einziehen. Oder wir nehmen Vera jetzt daraus. Ich bin der Meinung, wir machen das. So, Vera. Ja? Das wird dein Bett. In Besitz nehmen. Kriegst deine Kiste hier rüber. Fackeln bauen wir natürlich auch noch. Vera, welcher Schrank gehört dir? Mhm. Keiner? Was ist denn da los? Das haben wir nur vergessen. Ja. Vera braucht aber im Moment auch noch keinen. Trotzdem kriegt sie den natürlich rüber. Und den stellen wir da hin. So. Vera, was gehört denn sonst noch dir hier? Gar nichts, ne? Irgendwie. Okay, gut. Wir machen erstmal die Werkstatt. Nummer 1. Nummer 2. Und die Schneiderei ist Nummer 3. Das Fenster an der Stelle nicht ideal. Das verschieben wir dorthin. Okay. So, denke ich, können wir es lassen. Ein Stuhl fehlt auch noch. Einen klauen wir uns dann hier aus der Wohnung raus. Jetzt fehlen nur noch Fackeln. Die bauen wir aber, die werde ich jetzt nicht klauen. Lichter. Dann kommt eine hier hin. Eine hier. Selbstverständlich brauchen wir in der Werkstatt auch Licht. Wenn wir es da noch irgendwo hinbekommen, es könnte schwierig sein. Oh, war ja. Nee, das war eigentlich nicht beabsichtigt. Okay, ich baue da eine hin. Und hier. Und dann müssen wir die Wand nochmal erweitern. Und wir machen das jetzt einfach so und bauen da eine Tür rein. Damit wir hier noch eine Fackel hinhängen können. Sonst ist es hier zu dunkel. Dann ist die Werkstatt nun ein abgetrennter Bereich. Jetzt sitzt die Helene da drauf. Okay, erstmal so. Alles weitere dann später. So, dann haben wir da einen neuen Bereich. Ja, eigentlich war es blöd, jetzt da alles abzureißen. Denn hier muss natürlich auch wieder ein Werkzeugschrank rein. Einfache Kommode bauen wir hier auch hin. So. Und dann lassen wir das erstmal so stehen. Wir brauchen hier einen Waffenhalter, Rüstung und Kleidung. Rüstungsständer. Kleidung kommt in das Schlafzimmer. Und der Schwerthalter oder der Waffenhalter, der kommt auch hier hin.
Oh, wir haben eine Waffenvitrine, sehe ich gerade. Für das Verwahren von Waffen, die besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Okay. Gut. Und mir wurde gesagt, dass wir bereits einen Kamin bauen können. Dieser würde sich bei Dekoration befinden und das ist tatsächlich so. Und das ist wirklich ein Deko-Gegenstand. Ich dachte, der würde vielleicht auch noch einen praktischen Nutzen haben, dass man da vielleicht was kochen kann oder so, aber nein. Und wir haben auch schöne Statuen hier, die allerdings ganz schön teuer sind, kosten 100 Stein und 20 Eisenerz oder hier 150 Stein. Das sind ja die Goblins. Das sind ja Goblin-Statuen. Wir haben aber auch eine von auch 500 Münzen. Oh mein Gott. Also das ist krass. Wir können die Goblin-Statuen bauen. Ob das vielleicht eine Auswirkung hat? Möglicherweise können wir uns einschleimen. Könnte ich mir vorstellen. Hier würde ich gerne mal einen Teppich reinlegen. So einen großen runden hier. Unter die Essecke. 9 Baumwolle. Das ist recht wenig. Das machen wir mal. Und ja, so ein Kamin. Ein Kamin. Ich baue hier einen rein. Ich möchte sehen, wie das aussieht. Und wir haben jetzt noch mehr Sachen freigeschaltet, nämlich Architektur 2. Verzierte Holztüren, fortgeschrittene Holzfenster, mediterrane Fensterläden und. Das ist ja richtig gut. Schaut mal, hier sind sie alle. Mediterrane Fensterläden, traditionelle Fensterläden, einfache Fensterläden. Wunderschön. Hier sind die Vorhänge. Ah, ist das cool. Ja, das gefällt mir wirklich gut. Also, wer gerne bauen mag, der ist hier gut aufgehoben. Kann man nicht anders sagen. So, und dann hat mir einer gesagt, ich solle doch mal mehrere Fenster nebeneinander bauen. Eine Krankheitsmedizin und 92 Holz. Wow. Wir geben es aber ab. Wie gesagt, wir können im Moment keinen Streit gebrauchen. Fenster. Oh, schau mal. Fachwerkwand. In verschiedenen Ausprägungen. Das sieht richtig gut aus. Ha, diese verlässliche deutsche Fachwerkwand wird dich beim Häuserbau sicher nicht enttäuschen. Ja, okay. Ah, da möchte ich auf jeden Fall was von bauen. Ich freue mich so. Das gibt richtig viele Möglichkeiten. So, aber jetzt mal zum Fenster. Ich soll mehrere... Alles klar, die schließen sich an. Und so kann man großes Fenster bauen. Sehr, sehr cool. Ah, wir haben kein Eisenerz. Okay. Gefällt mir gut. Dann würde ich sagen, wir müssen eine neue Forschung wählen, genau. Hier würde ich jetzt übergehen zu den Möbel 2. Und wir brauchen den Brunnen. Ich habe gesagt, wir müssen den Brunnen bauen. Jetzt ist es zwar gerade Winter, aber wenn wir den Brunnen fertig haben für den Sommer, dann ist das, denke ich, schon mal eine gute Idee. 50 Holz haben wir jetzt. Oh, der ist aber groß. Oh, der passt aber ganz gut hier hin eigentlich. So. Und ich glaube, wir haben auch schon die Gießkannen gefertigt. Da müsste Vera eigentlich dran gewesen sein. Das heißt, unsere beiden Bauer, Alexander, dem können wir die Gießkanne geben. Und Helene ebenfalls. Ne, die zweite Gießkanne ist noch nicht fertig. Okay. Ich guck mal gerade. Ich meine, ich hätte beide in Auftrag gegeben. Ich bin sicher, dass ich es getan habe. So, wartet mal, Helene. Habe ich Alexander jetzt 2 Gießkannen gegeben? Kann das sein? Ja, der hat schon eine Gießkanne in der Hand. Das heißt, hier muss ich zu Helene gehen und die Gießkanne reiten. Dann nimmt die sich gleich und alles ist gut. So, ich glaube, Frederik hat schlecht geschlafen. Schlecht geträumt.
Ja, schlechter Traum minus 7 ist neidisch auf den Raum von Franziska. Was ich immer nicht verstehe, ne? Weil die haben ja hier diesen geteilten Raum. Ich meine, gut, die haben hier natürlich eine Kommode, eine Kiste, dadurch, dass es nicht getrennt ist. Dann haben sie hier die besseren Holzstühle. Klar. Und der Teppich sieht echt cool aus. Stühle. Stühle, 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 Sitzmöbel. Oh, oh, was ist denn da? Oh, gemütlicher Sessel. Wie cool ist das denn? Und eine Couch. Okay, der Brunnen ist fertig. Und dann brauchen wir noch zwei Tomatenfelder. Okay, hier wird gehackt, da wird gehackt, überall. Holz brauchen wir jetzt wieder mehr und wer hat nichts zu tun? Unsere Bauern. So, Baumfällen, das muss jetzt noch nicht fertig sein. Wobei, der Frühling fängt ja bald an. So, jetzt lassen wir mal einen ausziehen, und zwar Franziska. Yep. Franziska zieht jetzt hier ein. Der linke wird Franziskas Schrank. So, warte mal, hat Franziska möglicherweise schon eine Picke in der Hand? Ja. Franziska hat schon eine Picke in der Hand. Dann, dann kriegt die zweite Picke Frederik. Der hat eine Holzpicke, okay. Steinpicke. Na, kommt er. So, die Holzpicke, wo ist die jetzt hingekommen? Wahrscheinlich wieder in den allgemeinen Vorrat. Das ist... Ah, da fehlt mir echt die Übersicht. Vielleicht bin ich da auch nur noch nicht drauf gekommen, wie ich das am besten sehen kann. Okay. Dann... Machen wir weiter. Franziska hat ja noch weitere Sachen hier, nämlich den Kleiderständer. Okay, und der Rüstungsständer. Und der Waffenhalter natürlich. So, und da fehlt jetzt ein Schwert dran. Das nehmen wir jetzt von hier. Nehmen wir da einfach die Holzkeule rein, dann ist da irgendwas dran. Und hier kommt dann ein Schwert hin. Okay. So, dann ist Franziska umgezogen. Dementsprechend hat jetzt auch Barbara ein eigenes Zimmer. Wie wir hier sehen. Damit kommen wir ihren Wünschen eigentlich auch schon voraus, wie man sieht, denn die ist auf Stufe 1 und würde das eigentlich noch gar nicht brauchen. Gut, wir werden das ja eh umbauen zum Einzelhaus und dann die ganzen doppelten Sachen rausnehmen und in ein neues Haus stellen.
Aber wir müssen auch vom Platz ein bisschen ändern. Das heißt, wir fangen mal an zu bauen. Okay. Vielleicht noch eins weiter. Ja, ich bin noch nicht sicher. Ich möchte hier den Weg schon abschließen. Das heißt, das muss eigentlich alles weg hier. Ja. So wird das Ganze dann fertig aussehen. Ist ein bisschen klein, oder? Naja, das geht eigentlich. Wenn da jemand arbeitet, der keine Werkbank braucht, dann ist der Platz mehr als ausreichend. Von daher lassen wir es so. Burnout. Gucken wir sofort, wer das hat. Es ist Frederik. Schlechter Traum, hasste den Winter. Ja, okay. Dann muss er sich ein bisschen regenerieren. Helene ist gefangen. Wir haben keine Tür gebaut. Die hätte ich gerne. Hier die Tür. Ich bleibe noch bei diesen Fenstern. Okay. So, dann kommt noch eine Wand rein. Und zwar hier. Okay. Ein schöner Boden.
So, wieso schläft Helene denn jetzt auf dem Bett, das niemandem gehört? Helene schläft doch jetzt... Mhm. Franziska... Frederik... Ja. Vera... Ja. Ja. Helene schläft doch eigentlich hier. Okay, die hat wahrscheinlich hier so lange gearbeitet und dann hat die sich hier einfach hingelegt. Ja, das kann natürlich sein. Okay, also das ist Barbaras Bereich. Jetzt haben wir ein Bett über. Und ich kann es nirgendwo hinstellen. Ach. Jetzt wird er gerade gearbeitet. So, eben warten, bis Vera da weg ist. Jetzt ist die Truhe weg und ich habe keinen Rechtsklick gemacht. Oh nein. Ah, da ist sie gelandet. Oh, Gott sei Dank. Haben wir ihr den Weg versperrt. Jetzt geht's wieder. So, dann. Kleiderständer, wo ist der? Ah, der gehört jetzt niemandem. Das ist Barbaras. Rüstungsständer. So, alles, was ihr nicht gehört, mache ich mal weg. Ich lösche das jetzt, weil ich kann es definitiv nicht gebrauchen. Wir bauen es dann neu. Okay. Halt, Moment. In diesem Kleiderhalter ist noch was drin und zwar, was ist das? Was ist das für eine Kleidung? Wem gehörte die? Eine einfache Handwerkerkleidung. Oh, die gehört doch Vera. Wieso habe ich diesen Kleiderhalter denn noch nicht zugewiesen? Hä, Moment mal, wieso ist denn hier noch nicht zugewiesen? Hä? Boah, ich werde hier noch verrückt. Das hatte ich doch schon gemacht, oder nicht? Also Vera. Vera, das ist... Das ist deins. Und da kommt jetzt die Handwerkerkleidung rein. Jupp. So. Oh, was ist denn mit ja. Franziska los? Ja. Oh, sie hat eine Grippe. Oh, was können wir tun? Helene. Jupp. Versuche nicht genug Krankheitsmedizin. Na super, jetzt haben wir keine Krankheitsmedizin. Was machen wir denn nun? Können wir vielleicht... Genau, einen Schrank für Heiltränke bauen. Das ist aber nicht das, was wir brauchen. Was wir eigentlich brauchen, ist Arbeit. So eine Apotheke oder sowas. Haben wir aber gar nicht. Hier kann man Heiltränke herstellen. Und hier... Krankheitsmedizin. Forschung, einfache Medizin, die haben wir noch nicht. Oh Mann, und die haben ja auch keinen Arzt, also das müsste dann irgendein Laie machen. Ärgerlich. So, Vera, das ist dein Rüstungsständer. Das ist dein Waffenständer. Jetzt haben wir es dann aber auch. Okay. So, jetzt kann der weg, der ist jetzt über. Und das müsste dann Barbaras sein. Genau, okay. Dann funktioniert ja alles wieder. Oder besser gesagt, dann passt wieder alles. Barbara. Okay, gut. Läuft, ja. Und hier mit der Grippe. Wir können die Franziska natürlich in ihr Bett schicken. Schlafen bis gesund. Das ist wahrscheinlich besser, als sie draußen arbeiten zu lassen.
Und dann hoffe ich, dass sie wieder gesund wird. Drückt mal die Daumen. So, hier arbeiten jetzt unsere Leute mit Gießkanne. Und das lässt, glaube ich, die ganze Arbeit ein bisschen einfacher vonstatten gehen. Ja. Ah, die Gesundheit nimmt ab, wie wir sehen. Grippestufe 2. Verschreibe ihr Ruhe im Bett und lasse sie von einem Doktor mit Medizin behandeln. Unterschätze die Krankheit nicht. Nein, nein, das tue ich nicht. Nur leider haben wir keine Krankheitsmedizin. Was wir aber haben, sind hier wilde Heilpflanzen. Aber die bringen es nicht, was wir, glaube ich... Ja, wir können es ja eh nicht herstellen. Von daher... Was ist los? Kampf ausgebrochen? Oh, nicht schon wieder. Oh, Alexander! Das ist nicht dein Ernst. Blutende Wunde. Oh, der hat da mit vier Goblins zu tun. Warum geht der da überhaupt hin, Mensch? Kolonist in Ohnmacht gefallen, na super. Jetzt müssen wir da hin, aber guck mal, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Goblins. Minimum 7 sehe ich auf jeden Fall. Das kriegen wir nicht. Wie kriegen wir denn den Alexander jetzt da weg? Das kann eigentlich nur das kleine Dorf sein, genau. Einer der unseren wurde umgebracht, ja, minus 2. Andauernde Feindschaft, minus 20. Fremdenfeindlich, minus 30. Tribut wurde bezahlt, nur 14. Verletzten wurden umsorgt, 6. Also, dass wir den Goblin umsorgt haben, hat 6 Punkte gegeben. Aber, naja. Ich fürchte, wir kriegen den Alexander nicht da weg. Ah, oh, das ist aber übel. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass wir Alexander da rausbekommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.